x-mal totgesagt und doch quicklebendig. Die Finschker Bahn in Südtirol. 1906 eröffnet, 1991 stillgelegt, um schließlich 2005 feierlich wieder in Betrieb genommen zu werden. Seitdem ist die neue, alte Finschker Bahn, die den Ort Mals mit Meran und Bozen verbindet, beliebter denn je. Und dazu noch günstig. Die komplette Strecke von Mals nach Bozen kostet nur 4 Euro. Schöne Ausblicke inklusive. Unser Ziel ist der Wintersportort Welschenhofen, der bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen ist. Für Urlauber mit kleinem Gepäck gibt es in fast allen Wintersportorten einen Skiverleih. In Welschenhofen ist man gut sortiert und hält alle Größen bereit. Individueller Service ist selbstverständlich. Das Skigebiet zu Füßen des Felsmassivs Rosengarten-Latemar hat eine Besonderheit. Skilehrer Christoph Fickel. Es ist ein Gebiet, das was die Pisten 95% sind, komplett in der Sonne. Das ist das sonnigste Skigebiet eigentlich in Südtirol. Da packt jeden das Fieber. Noch dazu, wenn man das Glück hat, die ganze Piste beinahe für sich allein zu haben. Auf meiner hinteren Seite sehen wir jetzt den Schlamm mit dem Hintergrund das Plateau, wo die Seiser Alm anfängt. Also das, die Heimatgemeinde der Kastelrutherspatzen, das ist also unsere Nachbargemeinde. Und dieses ganze Massiv schließt sich dann hier an den Rosengarten an, das ja auch ein Naturschutzgebiet ist. Und jetzt sogar UNESCO-Naturerbe werden soll. Übrigens werden die Liftanlagen mit Strom aus Wasserkraftwerken betrieben. Was wäre Skifahren ohne Einkehrschwung? Ein besonderer Tipp, die Fallmuralm. Mit ihren Delikatessen konnte der Familienbetrieb Seehauser auch schon Promis und Politiker überzeugen. Es wird bewusst nicht in einem Teller serviert, sondern in einem Glas. Es ist auch das Geschmackserlebnis. Zuerst ist man gezwungen, den Meerrettichschaum zu essen. Dann kommt die Garnele, dann kommen die verschiedenen Sprossen, dann das Mus und ganz unten die säuerlich eingelegten Rüben, also rote Rübenstücke. Dann hat man von oben nach unten immer einen verschiedenen Geschmack, aber es ist nur ein Gericht. So etwas wie ein Geheimtipp. Das Wilnössertal, ganz in der Nähe des bekannten Grötnertales. Hier setzt man auf Urlaub ohne Bretter. Die Alternative? 70 Kilometer ausgeschilderte Wanderwege im Naturpark Bues-Geißler mit den Geißlerspitzen. Bürgermeister Robert Messner kennt natürlich alle mit Namen, beinahe jedenfalls. Sassrigeis, Vorketta, Wilnösseradler, Turm, Stuhl, Wasserkofel. Und wie heißt der letzte? Jetzt wollten wir nicht rein. Und was ist das jetzt? Rebler mit Buchweizen und Apfelmus und Preiselbeeren. Rebler ist südtirolerisch und bedeutet Kaiserschmarrn. Genau das Richtige zum Abschluss einer zünftigen Wanderung. So lecker, dass kaum was übrig bleibt.